I witnessed Scrabania. Desolate and bare. Boneyards of scrabs that used to roam there. Now they're cut, ground, and mashed into little cakes. Go get 'em! Critters destroyed for profit's sake. Ape ist wieder da, Oddworld ist zurück und Let's Play Markus zockt wieder. In Scribania, Paramonia komplett abgeschlossen, die Paramite-Narbe auf der rechten Hand. Und seht ihr das an Apes Füßen? Da ist überall Geziefer, Gewürm. Pfui! Und war die Spinne eben in der Cutscene nicht die aus Oddworld Strangers Vergeltung, die man als Munition benutzen konnte? Bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte auch ein nettes Easter Egg gewesen sein. Was für Spinnen soll es noch geben? So, da haben wir jetzt im Hintergrund den Tempel, wo wir hinwollen. Aber das wird doch wieder noch ein weiter Weg sein. Mit vielen Sneaks, die da schlafen. Ich gucke erstmal hier. Um Edom zu besteigen. Ja, man konnte sich ja aussuchen. Geht man erst nach Scrabania oder Paramonia? Oder läuft man einfach in die Mine, weil man zu blind ist, die zu sehen? Tja, diese Frage stellt sich sicherlich jeder. Da sind Minen, aber da kann man doch... Das ist nicht das Problem. Okay, da oben pennt einer. Ich kann aber nichts übernehmen. Und der Brunnen führt mich... uns anderen Ende der Welt. Ja, wie? Hier sind... Pff, was soll ich tun? Idiot. Oh, oh, der ist aufgewacht. Quick Save. Das war wahrscheinlich kein guter Quick Save. Kann es schaffen. Na doch nicht. Oder rennt er in die Minen rein? Na, warte. Nope. Alles cool. Jetzt schleichen wir uns hinter den. Mann! Okay, wir probieren es gleich neu. Warum ist denn der aufgewacht überhaupt zum Teufel? Das ist schon mal ein vielversprechender Start hier in der Wüste des Grauens. Wir sollten ihn halt einfach pennen lassen. Obwohl, warte. Germany, Germany. Und halt so. Warum nicht gleich so? Das erspart viele Probleme. Ja, das ist dieselbe Ablauf wie im Original, aber ich habe halt nicht mehr alles. Ganz konkret im Kopf, ist auch gut so. Ich. Ah, okay, ich kann dich übernehmen. Hilfe, 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 Hilfe. Wer es noch kennt. Ja, das ist auch gut so. Ich möchte lieber selbst noch ein bisschen entdecken. Wenn überhaupt. Ich glaube, den hätte ich auch erledigen können, indem ich da diese Mine aktiviere, aber. Alles cool. Dann kann ich ja zurück und jetzt selbst hochkraxeln und da gibt es schon diesen Hebel. Der auch ein bisschen versteckt wirkt. Also wenn ich es nicht wüsste, obwohl doch. Sieht man auch noch so mit grünen Lichtern ausgestattet, warum immer. Wer auch immer da die LED-Lichter angebracht hat. Und Elum ist zurück, mein guter Freund. Ich besteige dich direkt. Oh Mann! Nein! Ich glaub das nicht. Na gut, das war jetzt... Wenn das mal keinen Award verdient hat, diese Leistung, dann weiß ich auch nicht, ey. Sensationelle Szenen spielen sich hier ab. Shibona. Das haben wir direkt wieder. Wie kann man das nur jedes Mal übersehen? Habe ich eigentlich die Steine noch? Ich hatte noch Steine übrig aus dem letzten Part. Hab die nicht verworfen. Würde mich mal interessieren. Ich gehe jetzt mal in den Vordergrund. Ey, der andere lebt noch. Ich bin so ein Versager. Nein, die Steine sind weg. Quick. Halt die Backen und lauf. Mit deiner Intelligenzbestie. So dumm ist er nicht.
Ich irre mich doch gerne. Irren ist menschlich. So dumm ist er nicht. Jep. Schwupps. Daneben gesprungen. Weil man kann er höher springen. Der AB Shinsky. AB Boy. So. Elum zum zweiten. Und diesmal hauen wir auch auf die Kacke. Ich fand übrigens die Wüste von Scrabania immer schwieriger. Scrabanische Schluchten, tief und breit. Doch nichts in einem Elum ist einem Elum zu weit. Das geht zu weit. Das kommt mir auch sehr unbekannt vor, ehrlich gesagt. Das kommt mir irgendwie unbekannt vor. Elum. Wo ist das Elum? Gib mir ein Elum. Auf geht's, mein Freund. Was ist das? Nichts. Dekoration. Aber mit Sprungschanzen, was ist da los? Warum so freundlich neuerdings? Alles cool. Elum durchquerte flugs die Lande, um mit dem Eingeborenen zu knüpfen die Bande. Ja. Ja, genau. Oh, geiler grafischer Effekt. Irgendwie die Sonne, ne? Hat was. Hauruck! Was ist denn da schon wieder los? Dihi! Suche solche nach den. Ja, naja, was soll's. Ich lass es. Ich weiß ja nicht, was ich zu tun habe. Du kommst mit, ja. Hier gibt's, glaube ich, wieder Eingeborene. Hallo! Es war mir eine Ehre. Ja, dann machst du es doch direkt. Gib dann nochmal die Power. Dass er jetzt noch mehr rum meditieren. Ist auch very interesting. Einmal gegen Kaktus laufen hier. Kaktus geknutscht. Wow, 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 wow. Kann ich noch weiter runter? Ist sicher. Nächster Hallo. Von dir will ich nichts. Da ist das Passwort. Quick Save, wir müssen es intelligent feuern. Damit wir nicht in den Radius kommen oder irgendwie runterstürzen. Schaffe ich sogar ohne Abgrund. Warte nochmal anhören, ne? Entschuldigung. Alles klar. Simpel. Simpel wie die Nacht. Bis das ein neuer Tag erwacht. Das Passwort, du kriegst es auf dem Tablett serviert, mein Freund. Passwort, please. Das ist dein einziger Job. Da hast du jetzt 31 Jahre drauf gewartet, dass hier Abe vorbeikommt und das Passwort pfeift. Die alte Pfeife. Sogar hier in der Wüste sind die Steckbriefe Abe Wanted. Dead or Dead. Steht ernsthaft da. Weiß nicht, ob man das sieht. Da müsste ich schon Vollbit machen. Wanted, Dead or Dead. So. Ja, das kenne ich doch. Los! Das nächste Mal guckst du ein bisschen, bevor du läufst, okay? Elum? Wir geben einfach Elum die Schuld. Alter, die Steuerung, der bremst so komisch. Das war früher anders. Der rutscht ja noch einen Kilometer. Guck's dir an. Habt ihr mal gesehen? Bin ganz vorne gelandet. Muss ich da durch? Ja, was denn sonst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Elum noch brauchen. Aber es wäre ohne ihn einfacher. Was hat der eigentlich für einen langen Hals? Hä? Das kommt vom Spannen.
Da wächst ein Hals. Hui. Schön mal wieder. Das sind echt für mich die schwierigsten Stellen im Spiel, oder? Die Elum-Passagen. Ich weiß nicht, warum auf einmal? Das war doch früher nicht so. Original. Original. Umgedeichselt. Wisst ihr, was auffällig in diesem Let's Play ist? Ich werde immer schlechter, je länger ich an der Aufgabe hänge. Das ist so mies. Und irgendwann schafft man es dann aus heiterem Himmel. Dann die Hände zum Pimmel. Komm, lasst uns glücklich sein. Nein, nein. Stinken zum Himmel. So. Boah. Warum hat das nicht gezählt? Ist mir auch Schnuppe. So, dann mach ich halt so einen Schwung. Oh Gott. What is this? Na gut. Ich werde es mit den Quicksaves erträglicher gestalten. Weißt du, du musst abbremsen. Und dann doch wieder Schwung nehmen. Und ohne Schwung passiert das. Wäre ich da nicht abgehauen? Hätte mich das Ding ja von hinten erwischt. Jetzt spring doch! Ich drück da 8-mal! Ungehorsam. Ich bring dich zum Hundetrainer. Nee, zum Elum-Trainer. Verdammte Axt. So ein treudoofes Vieh. Spring doch! Quick. Safe. Wo ist denn das Problem? Zwar barg der Tempel große Gefahr, doch Abe zu allem entschlossen war. Manchmal ist es so komisch geschrieben, deswegen verhaspel ich mich da ab und zu. Weil eigentlich bin ich ein flüssiger Vorleser. Schon in der Schule gewesen. Man glaubt es kaum. Aber wenn das so manchmal komisch so verwurstelt geschrieben wird, pennt da einer. Okay, wir sind an denen vorbei, glaube ich. Die Suche nach den Geister? Naja, ich mach's nicht nochmal. Geister, was? Knochen? Es geht nur hoch? Was? Ja. Z-Wüste. Honig! Das Elum liebt Honig. Und diesmal können wir nicht einfach den Bienenstock bewerfen. Elum liebt Honig, hasst aber Bienen. Okay, kein Chuck Norris-Witz jetzt. Unten geht's, denke ich mal, weiter. Ja, hier geht's weiter. Aber hier brauchen wir das Elum. Hier noch nicht. Und hier bin ich eines grausamen Todes gestorben. Recht so. Denn wir müssen uns erst um Elum kümmern. Der muss mit auf jeden Fall. Trotzdem wird man da beschossen. Das ist doch nicht zu glauben. Hallo. Hallo. Hi. Do you know the password? Ja klar. Ja, ja. What's the password? Lach. Ach. Wie so ein Türsteher. Wir müssen doch zusammenhalten. Was willst du für ein Passwort? Na gut, dann. Gibt's hier Steine? Warum gibt's hier keine Steine? Mit Steinen wäre das Ganze kein Problem. Habe ich welche übersehen? Die müssen doch hier gewesen sein. Hier ist sonst nichts, außer der Schmackofatz-Kompagnon. Ich glaub's nicht. Vielleicht. Hier gibt's auch keine Steine. Das Elum hasst Bienen. Die Bienen sind da oben. Wir gehen erstmal unten lang. Möglicherweise finden wir was Spannendes. Man kann ja hier lang. Ach. Alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, mein lieber Sleek.
Doch, da ist was. Da ist was Cooles. Hier ist ein Checkpoint. Sag mal an! Oh! Sag mal, das war aber nicht so, oder? Es war irgendwie anders. Doch, ich war der Meinung, da gab es früher Steine und alles. Dann konnte man da hin. Na, was soll's. Kurz, kurz, lang, lang, kurz. Ich weiß, das ist das Passwort, ne? Würde mich mal interessieren. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt haben sie hier einen Checkpoint hingemacht. Na, warte. So, wir sind schon mal ein Stück weiter. Jetzt werden wir auch rausfinden, ob es zwingend notwendig ist, das Passwort gehört zu haben, oder muss man es nur wissen? Weil es ist ja immer dasselbe. Dafür ist es halt einfach zu kurz. Kurz, kurz, lang, lang, kurz, furz. Kurz, furz, yo. Hallo. Hallo. Trailer, Passwort, please. Passwort, please. Okay, sind wir ein bisschen freundlicher. Obwohl, er hat ja please gesagt. Jupp. Also man könnte quasi einen Speedrun machen. Wenn man die Passwörter schon weiß, da spart man viel, viel Zeit. Aber auf meiner Festplatte, meinem Gehirn, wurde das wohl überschrieben. Weil das nicht so hoch im Wichtigkeitsfaktor war. Dann mal hoch. Hätte gedacht, dass ich das in letzter Zeit... Es ist ja so heiß. Da kommen mir immer Bienen reingeflogen, aber erst ab 2 Uhr nachts. Ich kann nicht mein Fenster zumachen wegen Bienen. Es sind auch Bienen, keine Wespen. Das wundert mich noch mehr. Als wäre hier unter mir ein Imker eingezogen. Egal, ich mach die alle platt. Ungefähr 20 Stück erledigt. Ja. Trotzdem, ich mag die Biester halt einfach nicht. So, Elum! Ja, das Elum mag's auch nicht. Und Ape auch nicht. Keiner mag Bienen. Ich mag auch keinen Honig. Hä? So. Und jetzt das Ganze nochmal mit unserem... Ach ja. Das nenne ich mal gerecht, ne? Hier ist der Safe... der Checkpoint. Auch die Sleeks, die sind so gute Schützen. Die treffen nur Ape. Und nicht das Elum. So, ich lasse es mitspringen. Ich dachte, ich kann da hinspringen, aber da war wieder die Thematik. Das Elum. Es rutscht noch. 8-mal länger, als es eigentlich gesprungen ist. Oh, Ape hat auch gemerkt, so, oh, ich muss mich ja umfallen lassen. Okay, Achtung, ich lasse mich umfallen. Aber irgendwie wundert mich, dass wir so schnell durchkommen. Ja, wenn du immer da anhältst, Mann. Das ist so schwierig, du kannst mit dem gar nicht timen, wann du landen willst. So. Safe, please. Okay, Checkpoint betätigt. Das ist alles, was zählt. Checkpoint betätigt. Wie dumm ist das eigentlich? So. Na, 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 na. Cool! Minen. Ah! Reicht's auch aber. Fails nehmen traumatische Züge an. So, was ist denn jetzt hier los? Ich mich hier lang? Oh yeah, sogar das Elum zerbombt. Jetzt kennen sie kein Mitleid mehr. Habe ich noch Steine? Ich habe nie welche. Lol. Nicht nur auf die Mine achten, sondern auch auf die Sleeks. Okay, ich stehe offiziell auf dem Schlauch. Hä? Da stimmt doch was nicht. Ich kann die Sleeks auch nicht übernehmen. Ich kann nicht zurück. Das macht wohl keinen Sinn. Mir fällt nichts. Mir fällt nichts ein. Mit dem Elum kommt man da nicht durch.
Da ist ein Knick in der Optik. Definitiv. Was bleibt mir anders übrig? Zu versuchen. Könnt ihr auch Folgendes machen. Die Sneaks das Ding abschießen lassen, aber so schnell kann ich doch nicht wieder entkommen. Du wartest. Wait. Oh, schieß doch mal. Und treff doch die Mine. Das sind exzellente Schützen. Die treffen nur, was sie treffen wollen. Warte. Sieht fast aus, als würde das was bringen. Mit dem Ding? Drüber springen kann ich auch nicht. Was ist denn das für eine komische Stelle, sag mal? Was ist denn das hier? Kabumm. Ich könnte auch das Elum ins Verderben schicken. Nee, kann ich noch nicht mal, wenn ich wollte. Das ist halt Schwierigkeitsgrad schwer, mal wieder. Fast geschafft, Mann. Aber besser als eben geht's nicht. Und dann, wenn man überlebt hat, umdrehen? Ja, zumal das Elum dann kaputt ist, aber. Es ist kaputt. Da braucht es wohl ein paar Offscreen-Versuche. Boah, gerade wo ich ein Safe-Set mache. Übrigens, was ich dann auch probiert habe, dieser Stein da, der bietet keinen Schutz. Also da habe ich auch mal gewartet. Nicht nur, dass die Biene mich halt erwischt, aber... So, ich hab's geschafft. Yay, warum auch immer. 4 Minuten hat's gedauert. Passwort. Hallo. Gib mir die Passwort. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit aufzuräumen. Meine Herren. Was war denn da los, Freunde der Nacht? Freunde der Wüste. Ich hasse mein Leben. Oh nein, oder? Ich schaff das nie wieder. Yes! Oh, ich rette dich, Elum. Warte nur einen Augenblick. 3 Steine, warte mal. Ich hab so ein Talent. Die Grafik ist einfach zu gut für mich. Wenn ich mal so sagen darf. Hey, ich lebe. Cool. Ich hätte die Dinger schon mal zer... Naja, was soll's. Das machen wir jetzt direkt. Da ist er eigentlich frei. Ich hätte von hier aus bewerfen sollen. Naja, was soll's. Ape hält ja neuerdings einiges aus. Warum auch immer. Der Wurfheld des Jahrhunderts. Was? Sind die Steine etwa nicht dafür? Das wäre eine Erklärung. Lol, eigentlich schon. Oh, jetzt wird's schwierig. Hey. Fallhöhe macht ihm neuerdings nichts aus, ne? oben, unten. Oben, unten, oben, oben, unten. Sicher das. Can go. Das passt bei dir nicht so ganz. Mein Kumpel. Höchste Zeit. Aber nicht zu nah dran. Es ist nicht zu glauben. Es ist unbelieferable. Ah, Sicherheitsabstand geht vor, oder? Was ist das Wichtigste auf dem Bau? Die Sicherheit. Nick, 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 nick. Und Abe ist ja quasi bei der Arbeit. Und so das Gefühl. Endlich Nägel mit Köpfen.
Ich wollte sagen, ich kann ja die allgemeine Unruhe nutzen. Was für eine böse Stelle. Simpel, aber effektiv. Also wir sind durch, mein Digger. Gemeinsam durch dick und dünn. Also ganz schön dick und ganz schön dünn. Der Ape. So, dann wieder rauf. Was? War mir klar. Was ist los? Ich dachte schon, was ist mit dem los? Auf ein neues Abenteuer! Ape musste zum Tempel, es gab keine Wahl. Er musste sich erleichtern, der Mutakensqual. Nicht sich. Er musste erleichtern. Was ist hier? Das war keine Absicht. Aber passiert ist trotzdem. Und ich wollte fast sagen, ist mir doch egal. Das Leak hat mich, ey. Ja. Schieß doch. Ja, das Leak interessiert mich, eine feuchte Bohne. Wie hätte ich das jetzt machen sollen? Was wurde verlangt? Erstmal den nicht sofort aufwecken. Was könnte ich tun? Verstehe ich nicht. Hier ist ganz schön Sleekland, ey. Dabei hätten wir es doch fast geschafft, oder? Meines Wissens ist es nicht mehr viel. Grande Finale. Ach, da liegt ja was. Na, jetzt werde ich zwischendrin Safe States machen, wenn es gut läuft. Wovon ich ab und zu ausgehe. Ihr hinterlasst mich mit einem Fragezeichen über den Kopf. Irgendwie wirkte das früher mal durchdachter. Das ist halt alles flexibler geworden. What the hell? Das ist ja fast schon besser, dass man den vorher aufweckt. Nee, dass er sich erst umdrehen muss und bis er sich wieder umgedreht hat, dann zu langsam schießt. Das ist so der Plan. Genau. Ich wollte gerade auf die Quicksave-Taste drücken. Ey, Mann! Ah. Könnt euch vorstellen, dass ich nicht so sehr will wie... Das hat nicht mal funktioniert. Du kannst keinen Quicksave machen, während du gerade am Verrecken bist. Komm doch mal einen Meter weiter, bitte! Ich bin gespannt, wie das da vorne geht, wie das zu funktionieren hat. Das will ich so unbedingt wissen, aber nee. Ich versage. Das geht nicht. Das ist sehr komisch. Das Leak muss aufwachen und erst in die falsche Richtung gucken. Man ist sonst nicht schnell genug. Ich will ja vorne ein Safe State machen. Ich komme nur nicht gar nicht mehr vor. Okay, bei dem Idioten. Dreht er sich mal um oder was ist mit dem los? Ja, man hat es nicht einfach, ne? Als Sklave. Das war jetzt ein bisschen zu langsam. Ah, ich weiß, ihr dreht vor dem Bildschirm gerade genauso durch wie ich. Die bemerkt uns gar nicht. So. Jetzt habe ich zwischendrin. Sind die doof? Ja, das sind sie wohl. Ach, dann fällst du nochmal um, oder was? Leider, leider.
Habe ich fast das Gefühl, dass das da nicht so ganz das Drein ist, weil manchmal habe ich es auch korrekt gemacht. Und es ging trotzdem in die Luft. So wie das, aber keine Angst, ich habe es gesaved. Ja, der Bereich scheint auch verlängert zu sein. Kommt mir so unbekannt vor. Die Nester des Crabs galt es zu finden und Sneak-Patrouillen zu überwinden. Irgendwie fällt mir da nie noch was dazu ein. Das Spiel macht mich ratlos. Merkwürdig, das war ein Zusatzbereich. Das war aber mal voll der Zusatzbereich, wie bei Paramonia schon. Und es geht noch weiter, deswegen geht's weiter im nächsten Part. Da dringt Abe dann wohl auch in den Tempel ein. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Lauf, Elum. Ich fürchte zu wissen, um was es geht. Laufen. Also Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Einschalten, bis dann und ciao.